Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute in diesem Video zeige ich euch mal den Car2Car After Patch. Leute, für diesen Car2Car braucht ihr den Teleport. Und was ich jetzt nur noch mal anmerken wollte: Schreibt nicht einfach rein, dass er gepatcht ist. Wenn ihr es nicht schafft, ihn zu hitten, dann ist das euer Problem, nicht meins. Aber dann schreibt nicht einfach rein, weil ihr ihn eben nicht schafft, dass er anscheinend gepatcht wäre. Ich habe ihn vorhin geschafft und als ich das Video, also heute an dem Tag, an dem ich das Video aufnehme, ist Freitag, den 15. November, 17.17 Uhr. Also Leute, sagt nicht einfach, dass die Glitches gepatcht wären. Wenn ich die Glitches nicht reuploade oder zu diesen Glitches keine Videos mehr ballere, dann gibt es entweder keine Glitches oder die Glitches sind gepatcht. Aber meistens erwähne ich auch, ob die Glitches gepatcht sind in Streams oder nicht. Aber schreibt bitte nicht einfach rein, dass die Glitches gepatcht wären, denn dann probiert sie nämlich auch keiner. Aber ja Leute, was ihr für diesen Glitch braucht: Ihr braucht einen Kollegen. Heute hilft mir der Freaky Gamer, und der Freaky Gamer lädt auch auf seinem Kanal Glitches hoch. Ich werde ihn euch in der Beschreibung verlinken. Dann braucht ihr noch eine Arena. In der Arena muss das ungemoddete Fahrzeug drinstehen und das Fahrzeug, was die Moddings hat. Dann braucht ihr noch, wie ich, den Bunker am Farmhaus. Und ja Leute, mehr nicht. Aber ich würde sagen, labern wir nicht so viel, sondern kommen auch direkt schon zum Video. Und ja Leute, das erste, was ihr macht: Ihr nehmt euch irgendein random Auto. Dann sagt ihr eurem Kollegen Bescheid, dass er in dem Auto reinsteigen soll. Und jetzt begebt euch einfach zu eurem Bunker am Farmhaus. Wenn ihr jetzt dort angekommen seid, Leute, dann macht ihr folgendes: Ihr drückt jetzt R2, fahrt an eurem Bunker ran, öffnet euer Optionsmenü, geht genau hier oben zu der Stelle, wo ich es im Video zeige. Und wenn ihr dann jetzt seht, dass ihr im Hintergrund ein Black Screen bekommt, drückt ihr einfach X zum Teleportieren. Es ist ein Timing Part, also wundert euch nicht, wenn ihr es nicht direkt beim ersten Mal hinbekommt. Ich in meinem Fall habe es jetzt direkt beim ersten Mal hinbekommen, denn ich bin jetzt gerade nämlich gefreezt und kann nichts machen. Euer Freund ist jetzt nämlich in eurem Bunker drin und er muss sich jetzt aus eurem Bunker wieder rausbegeben. Ihr seid jetzt noch für eine kurze Zeit gefreezt. Dann fallt ihr einfach wieder auf den Boden runter. Jetzt teleportiert euch einfach wieder zu eurem Bunker zurück. Was ihr schon mal machen könnt, ist euch Jobs bestellen von Simeon oder von Martin Matrazzo. Aber wenn euer Freund auf jeden Fall aus dem Bunker rausgekommen ist, steigt er sofort bei euch in das Auto ein. Jetzt teleportiert ihr euch zu dem Flughafen. Währenddessen ihr das tut, spammt euer Freund Pfeiltasten nach oben, bis sich bei ihm das Handy geöffnet hat. Und das ist nämlich wichtig, denn wenn er das nicht tut, wird euer Freund in den Bunker reingezogen. So, wenn ihr hier ein bisschen rumgefahren seid, teleportiert ihr euch jetzt zu der Arena. Dort fährt ihr auch wieder für ein paar Sekunden einfach rum. So, hier auch wieder ein bisschen rumfahren, Leute. So, wenn ihr das gemacht habt, öffnet euer Handy und startet einfach zum Beispiel hier so einen Job. Dann seht ihr, dass ihr in die Luft gezogen werdet. Falls ihr nicht in die Luft gezogen werdet wie ich, nehmt einfach einen anderen Job. Und falls gar kein Job funktioniert, müsst ihr leider diesen Part des Glitches nochmal wiederholen. Aber jetzt werdet ihr auf jeden Fall gleich in den Job reingezogen. Es könnte ein bisschen länger dauern, das ist ganz normal, Leute. Also nicht wundern, wenn es ein bisschen länger dauern könnte, bis ihr im Job reingeladen seid. So, denn sobald meine Minimap gleich wieder erscheint, seht ihr auch schon, dass ich in den Job reingezogen werde. Da, ihr seht's. Sobald der Job gestartet ist, verlässt ihr den Job einfach wieder. Und dann müsstet ihr bemerken, dass euer Freund noch in dem Auto drin sitzt und einfach, ja, dort chillt. Denn ihr seht jetzt, dass ihr am Bunker seid. Jetzt teleportiert euch einfach wieder zurück zu eurer Arena. Euer Freund bleibt weiterhin in dem Auto drin sitzen. Und jetzt, wenn ihr bei der Arena angekommen seid, begebt ihr euch jetzt einfach in eure, ja, Tuning-Werkstatt oder in eure Arena-Werkstatt, wo das ungemoddete Auto steht und wo das bereits gemoddete Auto steht, was ihr jetzt gleich merchen werdet. Ich hoffe auf jeden Fall, ich erkläre es für euch so, dass ihr das Ganze auch nachmachen könnt, denn ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, dieses Video aufzunehmen. Und ja, jetzt, wenn ihr in der Arena drin seid, ladet ihr einfach euren Freund an, mit dem ihr diesen Glitch machen werdet.
So Leute, ich habe an der Stelle jetzt einmal die Aufnahme gecuttet, denn ich hatte jetzt gerade noch mal ein paar Probleme. Aber ihr seht jetzt auf jeden Fall, dass mein Freund in der Arena-Werkstatt angekommen ist. Ihr setzt euch jetzt nämlich in euer ungemoddetes Auto. Bei mir ist es jetzt anders gemoddet. Das ist nämlich der Zorosso. Jetzt steckt euer Freund auch in das ungemoddete einfach ein. Dann steigt ihr aus. Dann seht ihr, dass euer Freund rüberrutscht auf den Fahrersitz. Ihr steigt jetzt in das bereits gemoddete Auto ein und drückt Pfeiltaste nach rechts. Sobald ihr Pfeiltaste nach rechts gedrückt habt, seht euer Freund, dass er in den Bunker reingezogen wird. Das ist ganz normal, Leute, also nicht wundern. Jetzt, wenn ihr in dem, ja, in dem Modifikationsshop angekommen seid, geht ihr einfach auf Panzerung und dann einfach die, so gesehen, die Optionstaste drücken, damit sich das Optionsmenü öffnet. Und jetzt muss euch euer Freund mit dem ungemoddeten Auto aus der Arena-Werkstatt rausschieben. Ganz easy, Leute, einfach rausschieben. Keine schwere Sache. So, wenn euer Freund dann rausgeschoben hat, fährt euer Freund das Auto genauso wie hier im Video gezeigt einfach wieder in diesen Viereck rein. Dann steigt einfach aus und jetzt schließt euer Optionsmenü, ändert eine Sache an dem Wagen und dann drückt ihr einfach Kreis und drückt auf Fahrzeug verlassen X. Jetzt öffnet euer Freund das Handy, geht auf schneller Job, Aktivität, Arm drücken, Freundensitzung und dann einfach auf bist du sicher X drücken. Und jetzt wartet ihr, dass ihr unten links eine Einladung bekommt zu dem Job. Wenn ihr die Einladung jetzt bekommen habt, geht ihr auf dem Profil eures Freundes, drückt dann auf Übersicht, geht dann auf Grand Theft Auto V. Wenn ihr dann auf Beitreten mit dem Cursor seid, drückt ihr einfach doppelt die PSN-Taste. So Leute, denn jetzt müsst ihr Pfeiltasten nach links und danach doppelt PSN-Taste und dann einfach nur noch X durch Spam. Das heißt Pfeiltasten nach links, zack, und jetzt X durch Spam, erste Meldung annehmen, kurz warten, dann nochmal annehmen. Dann seht ihr, dass ihr jetzt in dem gemoddeten Auto drin sitzt. Und das Auto hat dann die Moddings von meinem Emerus. Jetzt drückt ihr einfach Pfeiltaste nach rechts. Dann ändert ihr jetzt irgendeine Sache an dem Auto. So, ich ändere jetzt zum Beispiel hier einmal die Panzerung und die Bremsen. Dann drückt ihr einfach auf Werkstatt verlassen. Und jetzt habt ihr das Auto erfolgreich gemoddet und komplett abgespeichert. Aber ich würde sagen, lasst ein Like und ein Abo da, haut rein und ciao.